Dieses Spiel hat keine Altersbeschränkung. Wir wünschen euch allen viel Spaß. Hallo zusammen. Wir haben was Feines mitgebracht. Liebe Leute, gibt Weihnacht, wir haben was Feines mitgebracht. Wir spielen heute die Demo von Pixel Junk Monsters 2. Ja, wir sind zufällig drüber gestolpert, ein bisschen. Ja, heute am 27.04. ist die Demo für PlayStation, Xbox und den PC rausgekommen. Wir haben das Spiel damals zu zweit auf der PlayStation 3 Stunde um Stunde gesuchtet, könnte man sagen. Also, wir waren sehr enttäuscht, dass wir durch waren. Ja. Ist für uns beide persönlich, unserer Meinung nach, mit eins der besten Tower-Defense-Spiele, die auch zu zweit im Koop-Modus spielbar sind. Ja, und Spaß macht. Und deswegen freuen wir uns schon tierisch auf den zweiten Teil. Der zweite Teil wird am 25. Mai diesen Jahres noch erscheinen. Und ich würde sagen, lass uns doch mal kurz reingucken. Ja. Wir können jetzt nur alleine spielen, die Demo ist nur Singleplayer. Ja, später leider. Später können wir aber, wenn wir es jetzt richtig gedeutet haben, auf jeden Fall einen Doppel-Koop machen. So, und hier sind wir. Ich kann mich hier ein bisschen angucken. Ja, ich meine, das hier sind meine Kinder, die müssen wir beschützen. Das ist unsere Hauptbasis sozusagen, unser Hauptgebäude. Genau. Und wenn ich hier die Wege so lang laufe, ich kann auch noch die Ansicht, glaube ich, wechseln. Ja? Du bist gemutet. So, Hallöchen. Sehr gut, dann hat man die Fiene die ganze Zeit nicht gehört und ich habe selbst Gespräche geführt. Ja, ich bin aber da. Was habe ich denn gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht, ich hoffe, man hat sie noch im Hintergrund hören können. Ich hoffe es. Ja, also man kann reinzoomen und kann dann so ein bisschen hier auf einer Ebene rumlaufen. Und ich hatte eben noch gesagt, dass hier sind unsere Kinder, die müssen wir beschützen. Ja. Und sonst gucken wir einfach mal vielleicht ins erste Level direkt rein, oder? Soll ich mich noch ein bisschen umschauen? Nee, machen wir. Wir wissen auch noch nicht, wie viele Level wir überhaupt spielen können, ob wir nur das eine Level spielen können. Das wir kann haben, natürlich auch sein. Genau, wir haben eben nur mal ganz kurz reingeguckt, ob es überhaupt funktioniert und ob wir zu zweit spielen können. Ja, Mama. Ja, wie gesagt, geht leider nicht zu zweit in der Demo, aber es wird auf jeden Fall in der Vollversion ein Local-Koop und ein Online-Koop geben. Was stand da? Ja, stand auch gerade da, dass es ein Online-Koop auf jeden Fall geben wird. Play online with your friends. So. Jetzt zeigt uns einmal schön den Weg. Lass ihn mal ablaufen. Da oben starten sozusagen die Wellen. Also für all diejenigen, die den Tower Defense nicht sagt. Tower Defense bedeutet, es kommen Gegnerwellen, verschiedene Arten, die einen Weg ablaufen, wie man hier sehen kann, der letztendlich bei einer Hauptbasis oder irgendwas anderem endet, in dem Fall unserem Haus. Wir müssen die Gegner aufhalten, bevor sie dieses Haus erreichen. Sonst sieht man ja unsere, nennen wir es jetzt mal, Kinder da rumstehen. Für jeden Gegner, der durchkommt, wird ein Kind genommen oder entführt, wie auch immer das jetzt darstellen will. Und so, naja, und wenn alle Kinder weg sind, sag ich mal, du kannst übrigens starten, wenn alle Kinder dann weg sind, haben wir verloren. Im besten Fall schafft man das Level, ohne dass ein Kind oder eins unserer Kinder entführt mitgenommen, wird. Entführt wird. Und in diesem Fall bei Pixel Junk Monsters, also beim Tower Defense baut man immer Türme. In dem Fall können wir die Türme aus Bäumen bauen, wie man gerade sehen kann. Das macht die Fee noch direkt. Genau. In anderen Tower Defense Spielen kann man die meistens freisetzen. Das kommt mal drauf an. Ja, es ist noch nicht so ganz übersetzt. Da steht jetzt nicht auf Japanisch oder was es auch immer ist. Hast du gerade gesehen? Ja. Wahrscheinlich. In der Regel haben wir immer verschiedene Tower für Bodeneinheiten, Lufteinheiten, wie in dem Fall auch für beide. Also der Kanonenturm ist Bodeneinheit natürlich, der, na, wie sagt man, Bogenturm, kannst mit B springen. Der Bogenturm ist für beide Einheiten. Ja, wenn man auf so Hügelchen klettert, ist meistens die Reichweite der Türme etwas höher. Ja, und da kommt die erste Gegnerwelle. Wenn ich mich jetzt hier in den Turm stelle, fange ich so fröhlich an zu tanzen. Achso, ja genau, das Besondere bei dem Spiel ist, um die Türme abzugraden, kann man entweder Kristalle einsetzen oder man stellt sich einfach am Turm hin und trommelt und tanzt ein bisschen und schwupp, hat man Level up. Kristalle bekommt man auch von den Gegnern, wenn sie abgeschossen werden, genauso wie die Münzen. Die Türme kosten Geld. Ja. Naja, ich meine, jeder, der es kennt. Es ist im Prinzip in Anführungszeichen nichts. Was denn? Der Münze unten. Ne? Oh, Münze. Sag mal, was anders ist als bei vielen anderen, ist halt mit dem Tanzen, dass man die Türme, ohne dass man Geld hat, aufwerten kann.
Ich kann ihn aber auch aufwerten, indem ich jetzt Edelsteine benutze, die ich mir wahrscheinlich irgendwo verdienen muss. Ja, die kriegst du von den Gegnern. Ach so. Tatsächlich. Ja, ist ja verdienen die kannst, dann. Ja, die kannst du wahrscheinlich auch kaufen. Du kannst gleich mal zu diesem Totem da laufen, da rechts, neben deinem Pfeilturm. Da kannst du mal kurz zeigen, da kann man die einlösen. Ja, Moment, ich mach einmal den Turm hoch. Ich meine, was Neues, springen konnte man beim ersten Teil damals nicht. Die und Ansicht war besser. Also die Ansicht war besser, also in dem Fall jetzt, ja, das kannst du gleich übrigens mal zeigen auch. Jetzt gehen wir kurz auf den Totem. Also hier könntest du dann gegen die Edelsteine dann ja, gegen Bomben eintauschen. Ja. Wir haben es noch nicht probiert, um ehrlich zu sein. Wir haben eben nur wirklich ganz kurz reingeguckt. Und von ganz kurz waren wirklich nur 2-3 Minuten. Wir haben noch nicht mal ein Level zu Ende gespielt. Bei dem alten Teil, wie Fine gerade sagte, war man von der Kamera etwas weiter weg. Das war etwas übersichtlicher. Bei dem Teil ist es so, wenn man jetzt die rechte Schultertaste, die hintere drückt, das kannst du mal kurz machen, man kann in die Third-Person-View reingehen sozusagen. Und die Grafik ist total niedlich. Die Grafik ist super. Also ich finde, für das Spiel ist sie echt gelungen. Es ist halt in der Third-Person-View etwas unübersichtlich. Es ist, glaube ich, mehr so als Gimmick anzusehen, wenn man... Also was gut in der Ansicht ist, ist, wenn man Geld sammeln möchte, weil man sieht tatsächlich die Münzen teilweise so besser in bestimmten Winkeln liegen, als wenn man von oben drauf guckt. Also, naja, die Gesamtübersicht leidet halt was. Was weiterhin ist, zumindest war es beim ersten Teil so, wenn man zu zweit zockt, im Local Co-op, hat man genauso wie jetzt ein zweites Männchen einfach auf dem Bildschirm dazu. Das heißt, es gibt keinen dynamischen Splitscreen oder sowas, zumindest war es früher so. Sondern man kann zu zweit rumlaufen, jeder kann einen Turm irgendwo hinbauen oder leveln. Man kann sich die Aufgaben wirklich teilen und unabhängig voneinander spielen. Also beziehungsweise unabhängig, man spielt schon zusammen, aber jeder kann sich seine eigenen Aufgaben übernehmen, was ja auch nicht in jedem Tower Defense so gegeben ist. Ja, wir haben uns damals immer viel abgesprochen. Einer oben bauen, unten bauen, wer baut welchen Turm. Der eine hat Geld baut. Ich meine, in dem Fall wird das Geld wahrscheinlich gemeinsam sein, was man sammelt. Da ist auch egal, da fällt gerade eine Münze weg. Ja. Und der andere levelt dann dafür oder sowas. Also ich hoffe nur, dass die Ansicht ein bisschen modifiziert ist, wenn man zu zweit spielt. Sonst ist es... Ja, oder Splitscreen ist es, wenn du jetzt lokal zu zweit spielen willst. Ja, mal abwarten, wie es hier wird. Vielleicht kann man später auch einfach rein rauszoomen, dann ist das auch wieder gut. Da das ja auch direkt für die Konsolen mitentwickelt wurde und auch tatsächlich die Demo heute für die Konsolen mit rausgekommen ist, gehe ich mal stark davon aus, dass sie das bedacht haben. Ja, wir hätten es gerne angetestet, geht leider nicht. Mal gucken. Ja. Wir sind auf jeden Fall sehr froh, dass der zweite Teil jetzt kommt. Wir sind da rein zufällig eher drüber gestoßen oder drauf gestoßen. Ja. Ansonsten hat sich nicht viel geändert. Sag ich jetzt mal vom Spielprinzip an sich bis jetzt. Ne? Die Gegnerarten sind noch fast dieselben, wie ich es jetzt bis jetzt gesehen habe. Ja. Auch jetzt gleich die Steinmonster oder wie auch immer, die gab es damals schon. Dass man da, also dass man Türme aus Bäumen baut, war damals schon so. Tanzen oder Level Up per Tanz war schon damals so. Ja. Die Männchen sehen noch gleich aus. Die Grafik ist natürlich besser. Ja, die Grafik auf jeden Fall. Cool. Und die Ansicht halt mit der Third Person View ist halt anders, aber sonst. Und ab geht er. Das Tanzen ist auch total niedlich. Du musst mal gucken. Ja. Ich meine, die sollten zwar nicht durchkommen, aber wer weiß. Ja, wir spielen ja jetzt auch auf super einfach. Da sollten die eigentlich nicht weiter durchkommen. Ja, man muss halt immer darauf achten, was für Gegner man hat. Hast du es schon gesagt gehabt? Ja, zu Anfang kurz erwähnt, es gibt halt Boden- und Lufteinheiten. Ja, und schnelle, da braucht man die Pfeiltürme und stärkere gepanzerte, dann braucht man meistens diese Bombentürme eher. Ich denke mal auch, dass zum Release oder vielleicht, wenn man nachher noch ein neues Level freigeschaltet bekommt, auch mehr Türme dazukommen. Ja. Ich meine, es gab damals auch mehr als die drei Türme. Ja, und es sollen jetzt mehr Türme sein, als man damals beim ersten hatte. Okay, das ist und das hatten sie geschrieben, ja. Es gibt mit Sicherheit noch einen Turm, der Gegner verlangsamen wird. Das hat bei jedem Tower Defense.
Ja, und den Rest lassen wir uns mal überraschen. Man kann die Türme übrigens auch verkaufen oder wie gesagt upgraden oder ja, upleveln, indem man diese Diamanten oder Edelsteine nutzt. Ja, also ich könnte jetzt auch so upgraden. Hast du gerade gemacht? Ja, ja. Okay. Das muss man dann halt wissen, ob man das brauchen kann. Hier ist jetzt zum Beispiel die Türme am Prinzip. Das Geld auch einsammeln mal. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Oh oh. Ah, aber ist noch keiner durchgekommen, oder? Nein, oh 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 oh. Ah, passt. Wenn wir spätestens gleich sehen, wenn das Level zu Ende ist. Achso, ja, oben hätten wir vielleicht auch mal erwähnen können, oben in der Mitte sieht man halt die Anzeige der Wellen sozusagen. Das, was jetzt auf uns zukommt. Genau. Jetzt kommen Flugeinheiten. Oder hatten wir die gerade? Wir hatten die gerade, ne? Nee, es waren Bodeneinheiten. Es waren die Spinnen. Also, oben rechts sieht man, ja, das ist ja gerade abgelaufen. Gerade eben konnte man noch Flugeinheiten sehen, die kommen jetzt in der 7. Welle. Danach kommt die Nummer 8, sie läuft schon langsam oben ein und das nächste sind dann wieder Bodeneinheiten. Und ganz zum Schluss kommt meistens irgendein Bossfight. Aber ich denke, die meisten werden schon mal Tower Defense gesehen haben. Ah, wie viele Jahre ist das her, dass wir das gespielt haben? Ich überlege auch gerade, das sind schon ein paar Jährchen. Allein, ich weiß gar nicht, wie lange die PlayStation 4 schon draußen ist. Das sind bestimmt 4-5 Jahre. Ja, wir haben es auch zwischenzeitlich nochmal auf dem Computer gespielt, tatsächlich. Ah ja, genau, der erste Teil kam später noch für den Computer raus. Und der dann, war am Anfang nur für die PlayStation 3. Ja, und dann haben wir es nochmal gespielt, aber... Macht auf jeden Fall mega Spaß. Ja. Also der erste Teil auf jeden Fall. Ich denke mal, der wird nicht schlechter werden hier. Aber wir werden sehen. Mal gucken, wie er wird. Ja, ich bin etwas unglücklich mit den Ansichten. Ich mag es lieber, wenn ich bei den Tower Defense Sachen das halt ein bisschen mehr von oben mir angucken kann. Weil ich sehe jetzt nicht, was hinten links los ist, wo die Welle losgegangen ist, wie weit die kommt. Ja, das finde ich noch ein bisschen schade. Vielleicht wird es noch geändert. Oder es richtet sich halt wirklich mehr auch an, ja, wenn man zu zweit im Koop spielt, dass der eine den oberen Teil der Strecke abhält und der andere den unteren. Mal gucken, wie es überhaupt dann geregelt ist beim Bildschirm. Jetzt sieht man oben rechts übrigens, die nächste Welle werden wieder diese Steine. Ja, Steinmonster sein. Und ganz zum Schluss kommt unser Bossfight. Diese goldene Statue da oben. Ja. Statue. Ja, und ich habe ein bisschen geschludert mit den Türmen bauen. Achso, und unten rechts, daran siehst du es eigentlich auch, da habe ich noch gar nicht drauf geachtet, 20 von 20 unserer, wie hießen die eben, hast du gesagt? Kinder, aber... Chibis. Chibis heißen die im Spiel. 20 von 20 haben wir noch. Das sind quasi in unsere Leben. Ja, und es ist nie verkehrt, von den ganz einfachen, günstigen Türmen viel zu haben. Das sind hier die mit dem der Armbrust. Ja, aber mach nicht zu viel von den Standardtürmen, weil jetzt kommen ganz schwere, ne? Also jetzt werden Kanonentürme. Ich habe immer ausgeglichen gemacht. Ja, mach nochmal Kanonenturm vielleicht irgendwo da zum Beispiel. Den oder nee, den? Den. Der rechts ist Anti-Lufteinheiten. Also da kannst du jetzt gerade gar nichts mitmachen. Da könntest du auch noch. Ja, ist zu spät. Aber bau doch auch noch schnell einen hin. Ja. Wunderbar, wunderbar. Oh, jetzt habe ich kein Geld mehr. Jetzt bin ich pleite. Du kannst mal kurz zum Totem laufen, dir mal so eine Bombe holen, damit wir es auch mal gesehen haben. Ja. Das würde mich jetzt auch interessieren. Die kriegst du jetzt endlich mal groß aufgelevelt. Aber die setzen wir. Welche nehmen wir denn? Bombe, oh, ich habe keine Ahnung. Also wir nehmen die ersten erstmal, oder? Warte mal, wir haben 4. Da steht leider nicht bei, was sie machen genau. Ne? Also Sluggy, ich denke mal, das erste, zweite ist irgendwas zum Verlangsamen. Das ist einfach Explosion. Ripe Bombay Fruit. Ja, wir nehmen einfach mal die erste, ja, oder? Nimm mal einfach beide. Oder geht das nicht?
Ich würde das erstmal einnehmen. Vielleicht brauche ich noch was für gleich notfallmäßig einen Turm abzudaten. Okay. Ja, nee, das stimmt wohl. Mach doch erstmal. Oh, was muss ich jetzt damit machen? Ups. So nicht. Jetzt ist er weg. Aber sie, sie hat das Problem erledigt. Du hättest sie werfen müssen, wahrscheinlich mit B oder I. Ja. Ah, Hauptsache alles weg. Das war jetzt nicht so. Naja. Nicht so intelligent, würde ich sagen. Die Wirkung hat sie erzielt, alles gut. So, jetzt kommt der. Geh mal bitte hoch, gucken. Weil der dürfte jetzt ja noch nicht da sein, aber man hört ihn schon. Wer kommt jetzt hier runter schon? Nee, aber ich dachte, die Welle startet erst, wenn er oben links angelaufen, also angekommen ist. Der dürfte noch nicht da. Doch, der ist schon da. Der ist schon auf dem Weg. Ach nee, guck mal, da ist die Startlinie da, die Totems. Siehst du, nämlich erst, wenn es oben links lang angekommen ist, dann geht die Welle nämlich los. Deswegen hat es mich gerade gewundert. Aber der ist ja so laut, ey. Man kann auch noch nicht. Oh, guck mal, der schickt auch noch andere los. Ja, ich baue mich. Das ist der Endgegner. Der Boss, ja. Ja. Boah, jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Achso, ja, genau, man kann leider die Zeit noch nicht vorspulen. Oder schneller ablaufen lassen. Ich denke mal, das kommt aber auch noch. Ja, und man muss halt immer so dann das Spielfeld abfahren. Jetzt ist das ja hier noch relativ kompakt. Und ich komme auch nicht bis ganz unten. Das ist auch doof. Solange ich hier am Tanzen bin. Du, geh mal lieber zum Kanonenturm. Lass, ja, das dauert. Was ist der Level? Das sieht man gerade gar nicht, ne? Der ist nur 1, den habe ich gerade eben gebaut. Ach, der ist nur 1, ja, das geht schnell. Ich wollte sagen, sonst, wenn die relativ hoch im Level sind, dauert das auch sehr lange. Logischerweise. Au, hat er gesagt. Oh, der hat aber auch viel. Bevor der weg ist. 4 Leben. Was denn? Nee, ich bin gerade nur wegen Lautstärke am Punkt. Achso. Also falls wir zu leise sein sollten, sagt uns bitte Bescheid. Oder falls das Spiel zu laut sein sollte. Weil der ist gerade hier ordentlich der am Stampfen, laut. Der Gute. Ich höre nicht so laut. Aber gut. Bitte lasst euch nicht davon täuschen, dass man jetzt halt so ein bisschen rumsteht. Das ist das erste Level, das schafft man eigentlich immer problemlos, wenn man ein bisschen Erfahrung mit den Spielen hat. Ja, das schafft man eigentlich auch so immer. aber nicht so locker. Wir wissen, da muss man sich ein bisschen mehr orientieren. Was macht welcher Turm? Das wissen wir ja jetzt schon. Guck mal, aber auch hier unten der Kanonenturm zeigt mit der Fahne Level 3 und so an. Mhm. Bei den oberen siehst du die Fahne, aber ja gut, sie ist auch zu uns gerichtet, sehe ich gerade zum Beispiel. Siehst du bei dem Fallturm, das siehst du. Die haben aber verschiedene Farben. Blau ist dann Level 4, ja, grün 3, gelb 2. Ja, genau. Ah, das schaffen wir. Den haben wir jetzt auch gleich. Leisure. Oh. Und yay! Da geht er hin. Haben wir hier ganz viele Münzen. Naja, so viel waren es nicht, aber. Einige. So. Jetzt sollte es eigentlich vorbei sein, das Level. Mal gucken, was kommt. Stage 1 clear. So, wir haben kein Leben verloren, sehr schön. Also wir haben den neuen Chibis. Bitte? Best Score aufgestellt. Gems, genau, Gems hießen die Kristalle. Ich erinnere mich wieder. You have cleared the fun stage. For the first time, yes. Du hast zum ersten Mal das Spaßlevel geschafft, genau. Always start with baby steps first, also mit so einen kleinen Schritten anfangen. Ja. Ja, dann mal gucken, was kommt. Ja, es fühlt sich gut an, so zu laufen und zu springen. Ah, guck mal, ein Teil vom Regenbogen.